Hallo und herzlich willkommen zur Erklärung des Konzepttestes Nummer 55 zu dem Thema Geschwindigkeitsgesetze. Im Folgenden werden wir die korrekte Aussage für eine einfache Reaktion bestimmen. Vier Aussagen sind gegeben. Aussage A. Bei einer Reaktion nullter Ordnung ist die Halbwertszeit konstant. Aussage B. Bei einer Reaktion nullter Ordnung ist die Geschwindigkeit konstant. Aussage C. Bei einer Reaktion erster Ordnung ist die Geschwindigkeit konstant. Und Aussage D. Bei einer Reaktion erster Ordnung wird die Halbwertszeit im Verlauf der Reaktion kürzer. Um die korrekte Aussage bestimmen zu können, befassen wir uns zunächst mit den theoretischen Grundlagen. Hierzu habe ich folgende Tabelle erstellt. In der Tabelle wird das Geschwindigkeitsgesetz, die Einheit von K, das integrierte Geschwindigkeitsgesetz sowie die Halbwertszeit zur Reaktion nullter, erster und zweiter Ordnung dargestellt. Was sagt uns diese Tabelle? Zum einen zeigt sie, dass bei Reaktion nullter Ordnung die Geschwindigkeit konstant ist. Bei Reaktion erster Ordnung ist die Halbwertszeit konstant. Bei Reaktion zweiter Ordnung gibt es keine Konstante. Zum anderen gibt uns die Tabelle Aufschluss über die Einheiten von K, wodurch leicht zu ermitteln ist, um welche Ordnung es sich bei der jeweiligen Reaktion handelt. Neben dem Geschwindigkeitsgesetz wird auch das integrierte Geschwindigkeitsgesetz, mit dem man die Konzentration nach einer bestimmten Zeit bestimmen kann, und die Halbwertszeit dargestellt. Mithilfe dieser theoretischen Grundlagen ist es uns nun möglich, den Wahrheitsgehalt der Aussagen zu bestimmen. Aussage A. Bei einer Reaktion nullter Ordnung ist die Halbwertszeit konstant. Diese Aussage ist falsch, da bei einer Reaktion nullter Ordnung nur die Geschwindigkeit konstant ist. Somit ist Aussage B, bei einer Reaktion nullter Ordnung ist die Geschwindigkeit konstant, richtig. Aussage C, bei einer Reaktion erster Ordnung ist die Geschwindigkeit konstant, ist falsch, da nur die Halbwertszeit bei einer Reaktion erster Ordnung konstant ist. Somit ist auch Aussage D, bei einer Reaktion erster Ordnung wird die Halbwertszeit im Verlauf der Reaktion kürzer, falsch. Es sind also Aussage A, C und D falsch. Allein Aussage B ist richtig.